Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen, die Sie uns über das Internet heute verfolgen oder über Facebook oder auch Instagram. Es besteht übrigens die Möglichkeit, dass gleich vorneweg gesagt über Instagram oder Facebook auch Fragen an uns zu senden, die wir dann gegen Ende der Veranstaltung versuchen werden zu beantworten. Wenn Sie sich vielleicht wundern, warum wir hier so ohne Maske einigermaßen entspannt zusammensitzen, darf ich Ihnen versichern, wir haben ein ganz strenges Schutz- und Hygienekonzept, das auf den bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen beruht, sodass wir alle hier gut und sicher zusammen sind und auch gut und sicher nach Hause kommen werden. Hier im Museum darf ich begrüßen zuallererst Herrn Siegfried Denzel. Herr Siegfried Denzel hat ein hochmodernes und namhaftes Familienunternehmen in Wertingen aufgebaut, das sich mit Holzhandel beschäftigt, hat aber ganz offensichtlich darüber hinaus noch weitergehende Interessen und hat deswegen im Jahr 2016 die Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung gegründet, die zur Förderung von Kunst, Geschichte, Kirche, Religion und Kultur gedacht ist und deren erstes großes und großartiges Projekt eben diese 7 Kapellen sind, derentwegen wir heute zusammensitzen. Ganz herzlich möchte ich auch Frau Denzel grüßen, die leider heute nicht hier mit dabei sein kann, die uns aber wahrscheinlich auch vor dem Monitor mit begleitet. Als zweites darf ich Herrn Dr. Peter Fassel begrüßen. Bis Dezember letzten Jahres war er, ich glaube, 33 Jahre lang Heimatpfleger des Bezirks Schwaben und kennt natürlich diesen Bezirk wie aus seiner Westentasche. Jemand Besseren hätte Herr Denzel sicher nicht finden können, um ihn zum Stellvertreter dieser Stiftung zu machen und gleichzeitig, wie Herr Denzel mir vertraulich verraten hat, ihn gleichzeitig zum geistigen Vater dieses 7 Kapellenprojektes küren. Und auf diese Weise, glaube ich, sind Sie beide diejenigen, die auch am emotional innigsten mit diesem Projekt wahrscheinlich verbunden sind. Ich darf Frau Melanie Tierbach hier begrüßen, die Leiterin des Diözesanmuseums St. Afra und die Hausherrin hier, die es sich nicht nehmen hat lassen, eine Sonderausstellung zu diesen 7 Kapellen, die ja im Dillinger Land in Originalgröße zu besichtigen sind, hier zu präsentieren. Leider sind unsere Hoffnungen nicht erfüllt worden, dass wir morgen schon unter bestimmten Auflagen die Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Wir hoffen aber, dass in einigen Wochen auch diese dritte Welle wieder abebben wird und wir dann die Möglichkeit haben, Ihnen nicht nur virtuell, so wie es heute sein wird, sondern Ihnen ganz real auch diese Sonderausstellung zu den 7 Kapellen zugänglich zu machen. Und schließlich darf ich, last but not least, Herrn Professor Dr. Christoph Meckler begrüßen. Er ist Architekt und Stadtplaner. Er war bis vor 2 Jahren Professor an der TU Dortmund mit dem Lehrstuhl für Städtebau und er zeichnet für eine Kapelle bei Obertürheim verantwortlich mit wundervollen Glaselementen, an sonnigen Tagen in jedem Fall ein lohnender Besuch. Er wird uns etwas näher in sein Projekt einführen und ich bin jetzt schon gespannt, wie man jemanden gewinnen konnte, der Städteplaner ist, eine Kapelle auf der grünen Wiese zu bauen. Bevor es aber richtig losgeht, dürfen wir uns noch ein Grußwort unseres Bischofs Dr. Bertram Mayer sagen lassen, der sehr begeistert ist von diesem Projekt und der auf diese Weise hier auch zu Ihnen sprechen möchte. In den letzten Jahren wurden 7 Kapellen im schwäbischen Donautal errichtet. Initiiert, finanziert von der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung, aber auch maßgeblich geprägt und wieder neu inspiriert von Dr. Peter Fassel. Ihnen gilt jetzt schon mein herzlicher Dank, vergelt's Gott dafür. Es sind Holzkapellen, Holzkapellen vor allem im Holzwinkel, wie die Gegend heißt. Holz, das ist eine Materie, aus der man viel machen kann. Wir bauen Häuser aus Holz, wir stützen uns ab, etwa bei den Pfahlbauten am Bodensee kennen wir das. Holz schafft Geborgenheit, auch farblich. Holz taugt immer gut für Mobiliar.
Und so ist es sehr schön, dass diese sehr unterschiedlichen Kapellen aus Holz geschaffen sind. Namhafte Architekten konnten für dieses Opus gewonnen werden. Von Pablo Picasso wird das Wort überliefert: Kunst schafft den Staub des Alltags weg. Ein sehr, sehr schönes Wort, denn der Alltag beutelt uns manchmal ganz schön herum. Gerade in diesen Wochen und Monaten der chronischen Pandemie erleben wir das. Und so ist es schön, dass wir diesen Stationenweg von Kapelle zu Kapelle gehen können. Jetzt kurz vor der Heiligen Woche fällt mir dazu ein Gedanke ein. Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. So unterschiedlich diese 7 Kapellen auch sein mögen, sie spitzen sich zu in dieser geistlichen Botschaft. Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Die einen denken an den Anfang des Lebens, die Krippe. Andere haben gerade ein Kreuz zu tragen, aber immer wieder können wir davon ausgehen, Jesus war ein Freund des Holzes, eher der Zimmermannssohn in eine Krippe gelegt und schließlich nicht nur aufs Kreuz gelegt, sondern festgenagelt am Holz des Kreuzes. Ich wünsche, dass dieser Kapellenweg sehr, sehr viele Besucher findet, Menschen, die sich auf diesen Weg machen, nicht nur zu Fuß als Pilger, sondern vielleicht auch mit dem Fahrrad. Es gibt ja auch die Radl-Wallfahrer. Und wenn sie es nicht schaffen, dann nehmen sie halt das Auto. Gehen Sie in eine der Kapellen oder in alle. Besuchen Sie den Herrn, gelegt in eine Krippe und ans Kreuz genagelt. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen guten geistlichen Weg als Menschen, als Christen bei den 7 Kapellen aus Holz. Ja, sehr geehrter lieber Herr Denzel, Sie sind eigentlich Geschäftsmann. Was hat Sie denn dazu veranlasst, dieses außergewöhnliche Projekt in die Wege zu leiten? Vielleicht können Sie uns ein bisschen etwas dazu erzählen. Ja, ein langes, glückliches Leben mit meiner Frau Elfriede, mit wirtschaftlichem Erfolg, guter Gesundheit, das war die Grundlage. Die Grundlage dafür, dass man sich überlegen musste, was kann man den Menschen wieder zurückgeben, was kann man hier in dem Geist, in dem man selbst gelebt hat, etwas schaffen und etwas ja, weitergeben. Es war ein Glück, mit Dr. Fassl zusammen zu sein. Er hat die Idee gehabt der 7 Kapellen. Die Grundlage war das Alte Testament, Glaube, alter Glaube und unsere wunderschöne Natur. Wenn man einen wirtschaftlichen Erfolg und tüchtige Söhne hat, dann kann man auch mal frei entscheiden, was man den Menschen, mit denen man verbunden war, die einem ja auch im Laufe der Jahrzehnte nahe waren, glücklich, wenn man denen etwas wieder zurückgeben kann. Und es ist gelungen, Hunderte von Menschen als Besucher der Kapellen begrüßen zu dürfen. Es ist eine Anregung und ein innerer Aufbau, ja. Es ist eine Freude, die Kapellen gemacht zu haben, ihnen nahe zu sein und ihnen auch in Zukunft verbunden zu bleiben. Ja? Ja, dann können wir jetzt, vielen Dank, Herr Denzel, uns einen kurzen Einblick in die Sonderausstellung hier im Diözesanmuseum St. Afra in Augsburg gönnen, indem wir einen kleinen Film einspielen, den leider unsere Teilnehmer über Instagram nicht werden sehen können, aus technischen Gründen. Es sieht im Augsburger Diözesanmuseum ein bisschen so aus wie in einem Sägewerk. Holz, wohin man schaut. Das wohl älteste Baumaterial der Welt.
Im Museum kann man bis zum Sommer dem Entstehungsprozess eines weltweit einmaligen Projektes nachspüren. Der Bau von 7 modernen Holzkapellen, geschaffen von weltberühmten Architekten. Und hier schaut man ins Innere des Projektes. Ich finde es erstmal großartig, dass es heute noch Stiftungen gibt, die sich das Thema Sakralarchitektur annimmt. Und das fand ich dann schon so, dass wir das auch hier unbedingt zeigen wollten, zumal die Kapellen ja in unserem Bistum stehen. Das blaue Band der Donau ist das Rückgrat der 7 Kapellen, die Siegfried Denzel gestiftet hat. Durch den Handel mit Holz war der heute fast 90-Jährige zu Wohlstand gekommen. Viele schöne große Dinge durfte ich erleben. Und nun wollte ich, nachdem ich keine großen Ziele mehr hatte, auch etwas den Menschen wieder schenken, die mir zur Seite standen. Und so kam ich im Gespräch, in der Freundschaft mit Dr. Fassel auf die Idee, in der Natur, in der Kunst, in der Religion, im Frieden unserer Welt etwas zurückzugeben. Durch meine Tätigkeit als Heimatpfleger war ich mit der Architektur, auch mit der modernen Architektur verbunden und hatte entsprechende Kontakte auch zu Architekten. Und aus diesen verschiedenen Elementen ist dann die Überlegung gekommen, dass man die Radwege neu strukturieren könnte mit geistlichen Landmarken, geistlichen Zeichen. Die Kapellen stehen in der Natur, aber hier im Museum blickt man hinter ihre Fassade, schaut in die Pläne, erkennt die Details, ahnt die Zusammenhänge. Man kann nur mit Plänen agieren, mit Modellen vor allem, die künstlerisch auch sehr wertvoll zum Teil sind, weil exakt gearbeitet, also jemand, der da ein Auge dafür hat, wird das gleich wertschätzen können. Und das sind wiederum Elemente, die die Architektur draußen vor Ort nicht bieten kann. Also sie können keine Pläne zeigen und keine Modelle zeigen und das können sie wiederum im Museum tun. Und das ist so ein bisschen das sich Ergänzende, was uns da dran sehr interessiert hat. Der Baustoff Holz bringt aber eine eigene Spannung in das Museum. Hier stehen wuchtige, hölzerne Domportale aus der Vergangenheit, die nun in Kontakt treten mit den Sakralbauten von heute. Das ist natürlich ein sehr spannender Prozess, zeitgenössische Architektur innerhalb unserer historischen Kunst auch zu zeigen. Also da gibt es wieder auch neue Sichtachsen, neue Erlebnisse für den Besucher, das zu sehen, zumal wir auch einige Holzobjekte hier haben, die dann eigentlich total ins Gespräch gehen, ehrlich gesagt, mit den Modellen. Und natürlich ist es spannend, zeitgenössische Architektur zu zeigen, weil so viel neuen Kirchenbau und Kapellenbau gibt es ja nicht mehr. Und dass das jetzt jemand unternimmt, ist schon großartig und da sind wir natürlich ganz gerne dabei gewesen, zumal auch namhafte Architekten hier beauftragt worden sind. Die Sonderausstellung 7 Kapellen kann wegen der Corona-Bestimmungen derzeit noch nicht besucht werden. Sie läuft aber noch bis zum 11. Juli. Ich hoffe, es hat sich durch diesen Eindruck etwas Vorfreude auf die Ausstellung bei Ihnen eingestellt. Herr Dr. Fassel, Sie sind derjenige, der auf die Idee gekommen ist, in einem Landstrich, in dem es ja ohnehin reichlich Kirchen und Kapellen gibt, nun noch dieses Projekt 7 Kapellen zu initiieren und umzusetzen mit 7 verschiedenen internationalen, zum Teil Architekten. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Frau Professor Riedl, da gibt es noch sozusagen ein Vorfeld. Ideen oder Visionen hat jeder Mensch. Die Frage ist, was kann er davon umsetzen? Herr Denzel hat mit seiner Stiftung und mit der vertrauten Beziehung, die uns seit über 20 Jahren verbindet, einen Freiraum geschaffen, dass man etwas gestalten kann. Das ist schon was Besonderes. Diese Möglichkeit, frei zu gestalten, hat man sonst nicht ohne weiteres. Zu dem Projekt selber haben verschiedene Wege oder Ideen oder Anregungen hingeführt. Zunächst ist es so, dass die Radwege ein neues kommunikatives Netz darstellen, das ununterbrochen an Bedeutung gewinnt. Also E-Bikes sind zurzeit ausverkauft. Die müssen Sie lange vorbestellen. Ja. Wenn man aber diese Radwege fährt, und mit Freunden haben wir dies immer gemacht, dann sind eigentlich auf diesen Radwegen höchstens technische Hinweise.
Also wie viele Kilometer, vielleicht mal Hinweis auf eine Lokalität, in der man essen und trinken kann, oder Fauna und Flora. Aber das, was früher unsere Kulturlandschaft geprägt hat, nämlich eine christliche Kartierung, die fehlt völlig. Wenn Sie Landschaftsbilder aus dem 16. Jahrhundert seit dieser Zeit anschauen, ist die Landschaft immer durch Bildstöcke, kleine Kapellen oder Kreuze gekennzeichnet. Die haben die Orientierung gegeben für die Menschen. Von da bis da ist man gegangen, das waren Entfernungsangaben. Und die heutigen Kartierungen der Landschaft, das sind Wegeschilder für die Straßen, für Gewerbegebiete, für Industriegebiete. Die Landschaft wird verbraucht, aber im positiven Sinn kulturell bereichert wird sie eigentlich nur selten. Das war eine Ebene. Eine andere Ebene ist die Wahrnehmung, dass die moderne Landartkunst, die seit den 60er Jahren aus Amerika kommend, auch hier bedeutende Zeichen in der Landschaft gesetzt hat, dass diese Landartkunst im Prinzip zu einer neuen Wahrnehmung von Landschaft überhaupt führt. Und diese neue Wahrnehmung führt auch zu einer neuen Sensibilität im Umgang mit der Landschaft. Also dass wir heute alle 2-3 Wochen in den Zeitungen lesen können, wie viel Hektar pro Woche verbraucht wird, hat auch mit dieser neuen Sensibilität zu tun. Und ein letztes, durch den Kontakt mit moderner Architektur und mit Denkmalpflege ist es mir sehr deutlich geworden, welche Bedeutung gelungene, sehenswerte Architektur heute in der kulturellen Wahrnehmung hat. Es gibt eine Studie über die Citykirchen, die großen Kirchen in den verschiedenen Städten Deutschlands. Da ist gefragt worden, warum gehen die Leute hinein? Und 2/3 sagen, weil es gute Kunst und Kultur dort gibt. Die Mehrzahl, die hineingehen, gehen nicht in erster Linie aus religiösen oder aus gläubigen Gründen hinein. Alle diese Elemente zusammen haben eigentlich dann letztlich zu der Idee dieser 7 Kapellen geführt. Für die Radfahrer haben wir einen Rastplatz geschaffen. Bis auf eine Kapelle kommen sie auch überall trocken unter. Bei Stab regnet es ein bisschen, da kommen sie nicht ganz trocken unter. Aber ansonsten kann man sich wirklich auch bergen. Sie sind eine Landmarke. Wir haben lang gesucht. Der Architekt Engel und ich, wir waren ein Dreivierteljahr im Landkreis unterwegs, haben viele Orte angesehen, haben dann geprüft, darf man da bauen, kriegen wir ein Baurecht, können wir das Grundstück erwerben. Und so haben wir eine größere Anzahl. In der Tätigkeit bin ich immer wieder mit unterschiedlichen Architekten zusammengekommen. Herr Mäkler war vor 10 Jahren bei der Werkstatt zur Maximilianstraße hier und hat mit Herrn Stab und anderen entsprechende Ideen vorgelegt. Und so hat sich über die Jahre doch ein Kontakt mit entsprechenden Architekten aufgebaut, die ich dann fragen konnte. Bei John Pawson ging der Kontakt über Herrn Haug, mit dem ich bei der Neugestaltung von St. Moritz engeren Kontakt hatte. Bemerkenswert war, dass jeder Architekt ohne Wenn und Aber sofort Ja gesagt hat. Bemerkenswert ist und war, dass der gesamte Vertrag ein Handschlag war, dass die Personen, die mitgearbeitet haben, begeistert waren, dass es ein Team war, das sich der Tätigkeit eines Kapellenbaus verpflichtet gesehen hat. Die landschaftlichen Punkte, die wir dann gefunden haben, die die Architekten auch auswählen konnten, sind sehenswerte Punkte in der Landschaft. Und mit einem sehenswerten Punkt habe ich bereits eine höhere Qualität in der Landschaft. Wenn man sich Kultbauten seit der Antike anschaut, haben alle immer besonders schöne Orte, herausragende Orte gesucht. Jetzt haben wir besonders herausragende Orte,
besonders herausragende Architekten. Und da kann ja nicht nur noch Schönes draus passieren. Ein Moment von großer Freude und noch größerer Dankbarkeit. Ja, davon können Sie sich jetzt sofort in dem nächsten Film einen Eindruck machen. Wir haben im Unterschied zu einer klassischen Ausstellungseröffnung heute die Möglichkeit, Ihnen die Kapellen an ihren Originalstandorten zu zeigen. Genießen Sie es. Die Natur gibt der Kunst einen Rahmen. Die Architektur eröffnet dem Glauben einen Raum. Der Glaube wird eins mit der Natur. Die Holzkapelle am Radweg zwischen Offingen und Gundelfingen streckt sich wie ein Tempel Richtung Himmel, was für ein starker Kontrast zum flachen Donautal ringsum. Und doch fügt sie sich harmonisch in die Landschaft ein. Sich auf das Zusammenspiel zwischen Glaube, Kunst und Natur einlassen, dazu werden die Besucher der Wegkapelle eingeladen. Und dafür braucht es auch keinen strahlenden Sonnenschein. Bringt dieser Wintertag die Schönheit dieses Ortes doch ebenso gut zur Geltung. Das Kreuz steht auch hier bei der blauen Kapelle von Immersacker im Zentrum. Es soll inspirieren, leiten, Kraft geben, allen Menschen über jegliche kulturelle und religiöse Grenzen hinweg. Die blaue Farbgebung erhält die Kapelle des Kempner Architekten Wilhelm Huber lediglich durch das Oberlicht, gestaltet aus mundgeblasenem Glas. Es scheint wie eine direkte Verbindung zum Himmel. Der Winter hat Einzug gehalten. Schnee und Frost haben die Landschaft erobert. Es ist unglaublich still hier oben, als hätte jemand auf Pause gedrückt. Die Wegkapelle des Augsburger Architekten Frank Lattke wirkt in dieser weißen, fast schon unwirklichen Szenerie, hier am Fuße des Dattenhauser Rieds mit Blick über das Donautal, wie ein Zufluchtsort. Der quadratisch angelegte Innenraum vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit. Das Fichtenholz strahlt Wärme aus. Innere Ruhe stellt sich ein. Kein Wunder, bleibt der eisige Winter doch ausgesperrt. Sie alle möchten moderne Wallfahrtsorte sein. Spirituelle Landmarken, mitten hineingebaut in die Landschaft rund um Dillingen. Stets im Einklang mit der Natur. Das Spiel mit Perspektive, mit Licht und Schatten. Die Kapelle in der Ludwigsschwaige beherrscht das ganz hervorragend. Doch das Auge gewöhnt sich, erkennt, ordnet zu und fügt zusammen. Es ist die Idee betender Hände, die den Mehringer Architekten Alen Jasarewitsch zum Bau dieser außergewöhnlichen Kapelle veranlasste. Sie liegt dort, wo das Donauried noch seinen wilden Charme verbreitet, versteckt zwischen zwei Weilern am Zusamradweg bei Pfaffenhofen. Im Inneren ändert sich die Stimmung mit jedem Lichtstrahl, der einfällt. Die Wände aus Schichtholz sind mit einem Hohleisen bearbeitet, sodass die Struktur lebendig erscheint. Eine Tiefe öffnet sich, die zur Ruhe kommen lässt und dann den Blick zum Kreuz führt. Ganz nach oben strebt auch die Holzkapelle bei Kessel-Ostheim, wenn sie nicht plötzlich doch noch der Nebel verschluckt. Der Berliner Architekt Volker Stab hat den 14 Meter hohen Turm mit 31 Holzlamellen zwischen zwei mächtigen Linden in Szene gesetzt.
Durch eine bewusst inszenierte perspektivische Verengung zieht es den Besucher regelrecht empor. Je nach Lichteinfall bestimmt die Wehkapelle ihre ganz eigene Stimmung. An diesem nebligen Tag strahlt die Holzkapelle vor allem Ruhe aus. Es hat fast schon etwas Tröstliches, wie auf diesem kleinen Hügel bei Kessel-Ostheim Glaube, Kunst und Natur zu einer Einheit finden. Eine Kapelle aus 40 Douglasienstämmen. Monumental und schlicht zugleich. Die Wooden Chapel des Londoner Architekten John Pawson ist hier am Radweg bei Unterlietzheim wie eine Intensivierung, eine Konzentration des Waldes. Beide gehören zusammen. Kapelle und Wald funktionieren nur miteinander. Wenn ich da jetzt hineingehe, dann gehe ich auch irgendwo in mein eigenes Inneres hinein. Und versuche da auch zu hören. Vielleicht geht es auch ums Hören. So dieser hörende Charakter, was ist um mich rum? Es ist alles hier Kommunikation. Man sagt ja, dass die Bäume ja auch miteinander kommunizieren. Das ist ja irgendwo faszinierend, der Gedanke, dass das alles wie ein großes Netzwerk ist, in dem wir jetzt hier auch drinstehen. Und das ist ja, glaube ich, in mir selber, in meinem Menschsein auch so. Das kommen wir so selten dazu, das zu hören, weil wir sehr stark nach außen leben. Durch die ganzen Aufgaben und alles, was wir halt jeden Tag erledigen müssen, ist man selten bei sich selbst. Und so ist der Besuch der Kapelle bei Unterlietzheim für Dekan Helmut Haug auch ein bisschen wie ein Gang ins eigene Innere, der den Blick auf das Wesentliche richtet. Wenn ich will, kann ich mich hier lang aufhalten und komme natürlich, wenn ich den Gedanken jetzt auch Raum gebe und sie fließen lasse, kann ich natürlich zu vielem kommen, kann mein Leben betrachten auch. In seinen Dimensionen, in den Höhen und Tiefen, in der ganzen Breite, wo es überall dann hingeht. Alles kann hier auch da sein. Und das ist das Faszinierende eigentlich, dieses Hereinkommen und dann, wie ich es vorher auch gesagt habe, dieses Bei-sich-Sein. Um danach vielleicht den Blick auch wieder zu weiten. Und so bietet auch dieser neblige Tag die Chance, die Dinge hier an dieser Holzkapelle am Waldrand bei Unterlietzheim mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Sie wirkt im ersten Moment wie eine gotische Kathedrale, irgendwie vertraut. Und dann doch wieder so faszinierend. Steht sie doch ganz alleine hier draußen. Nur Wald, Feld und weite Wiesen drumherum. Die Wehkapelle im Donauried bei Obertürheim ist die siebte und letzte Denzelkapelle. Konstruiert nach den Vorstellungen des Frankfurter Architekten Christoph Mäkler. Der Wunsch nach Einfachheit habe ihn angetrieben, sagt er. Und doch kommt der Bau aus Lärchenholz mit seinen unzähligen Fensterchen alles andere als schlicht daher. ...150 Farbgläser tauchen den Innenraum in ein tiefblaues Licht. 150 Mal verändern die Luken nicht nur die Stimmung im Inneren, sondern auch den Blick nach draußen auf die Welt. Und doch ist es das leuchtende Kreuz im Zentrum, das den Blick auf sich zieht. Es steht für Hoffnung, für Orientierung und für Halt. Das Projekt der sieben Kapellen im Landkreis Dillingen verbindet auf eindrucksvolle Weise die Vielfalt der Kunst, die Schönheit der Natur und die Tiefe des Glaubens. Mögen sie von nun an Kraftorte sein, an den Weggabelungen unseres Lebens. Wir sind froh und dankbar, dass Herr Professor Mäkler den weiten Weg hier nach Augsburg nicht gescheut hat, um uns heute einen Einblick in seinen kreativen Arbeits- und Schaffensprozess zu geben. Er hat ja diese Kapelle bei Obertürheim zu verantworten und ich bin mit Ihnen schon sehr gespannt, was er uns zu diesem Projekt sagen wird, wo er doch eigentlich ein Stadtmensch ist.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, als wir begannen, uns als Architekten mit der Aufgabe des Entwurfs einer Wegekapelle für Ihre Stiftung, Herr Denzel, zu beschäftigen, beeindruckte uns zunächst die Tatsache, mit Dr. Peter Fassel durch die Landschaft des Donauraumes zu fahren, um nach einem Baugrundstück zu suchen. Und wenn ich von uns spreche, so entnehme ich dies den Einführungstexten der Kollegen zum Entwurf ihrer eigenen Kapellen in dem seit heute vorliegenden Ausstellungskatalog. Die Suche nach einem Grundstück beeindruckte offenbar nicht nur mich, sondern auch alle anderen meiner Architektenkollegen. Wann hat man das Glück, so scheint es, sich als Architekt den Standort für ein Bauwerk selbst aussuchen zu können? Auf der Rückfahrt sagte man mir fast bewundernd, und es war dies nicht Herr Dr. Fassel, dass ich den Entwurf schon wohl im Kopfe hätte. Und ich versichere Ihnen, dass dies nicht der Fall war. Ich spürte vielmehr eine gewisse Verunsicherung und fragte mich, was wohl der Grund dafür sei. Nun, im Nachhinein ist die Antwort schnell gegeben. Statt im Stadtraum steht das Bauwerk im Landschaftsraum und scheint damit in seinem Entwurf auf sich selbst gestellt zu sein. Nein, der Architekt scheint auf sich selbst gestellt zu sein, vermittelt ihm die das Bauwerk umgebende Landschaft doch keinen der gewohnten Anhaltspunkte, mit denen er den Entwurf seinem Bauherrn zu erläutern wüsste. Im Gegensatz zu den 7 Häusern, die frei im Landschaftsraum stehen und damit einen Ort zu markieren haben, sind neue Häuser im Stadtraum in das Korsett einer meist jahrhundertealten Stadt gezwängt, aus dem sich Architekten seit 100 Jahren zu befreien suchen, mit dem sie aber gerne gleichzeitig die Begründung für die Gestalt ihres Bauwerkes zu finden wissen. Wohn- und Geschäftshäuser, die an einem Ort in einer Stadt errichtet werden, haben sich ihrer Umgebung, ihrer Kultur, der Kultur des Ortes einzuordnen. Deshalb versuchen wir zu lernen, dass städtische Häuser als Bauwerke anstelle von Kunstwerken zu errichten sind. Es sind Bauwerke, in denen gelebt und gearbeitet wird und die damit zunächst nur ein Grundbedürfnis unserer Gesellschaft zu erfüllen haben. In den unterschiedlichen Landstrichen haben sich über die Jahrhunderte verschiedenste Bautypen entwickelt, die aber eines gemeinsam haben, nämlich sich mit nur einer einzigen Fassade, der Straßenfassade, in den öffentlichen Raum hinein zu orientieren und mit dieser Fassade am öffentlichen Leben teilzunehmen. Ihre Rückseite mit der Hof- und der Gartenfassade dagegen ist dem privaten Leben der Bewohner des Hauses, des Ein- oder Mehrfamilienhauses, vorbehalten. Hier bestimmt der Grundriss des Hauses die Form des Hof- oder Gartenraumes. Die Funktion der Grundrisse und ihr Zuschnitt lassen den Innenhof fast willkürlich und ohne Ordnung erscheinen. Anders dagegen die Straßenfassade, die den öffentlichen Raum von Straße und Platz, Form, Charakter und Schönheit verleihen. Die Außenwände der Innenräume städtischer Häuser werden zu den Innenwänden der Straßen, an denen sie stehen. Der Straßenraum wird damit durch die Schönheit der Straßenfassaden der Häuser, von denen er umstellt und eingefasst ist, bestimmt.
wie diese Häuser in ihrem Inneren organisiert und gestaltet, ob sie mit grüner, gelber oder blauer Farbe gestrichen sind, ist für die Schönheit des Straßenraumes dabei von nur sehr geringer Bedeutung. Ausschließlich die Aneinanderreihung der Straßenfassaden, der Wohn- und Geschäftshäuser, ihre Materialien, Farben und Proportionen sind ausschlaggebend für den Charakter und die Schönheit eines Stadtraumes. Was hier beschrieben ist, ist der Traum eines Architekten, der sich seit vielen Jahren mehr der Architektur der Stadt und ihrer Räume als der vermeintlich individuellen, auf sich gestellten Architektur des Hauses und seiner Funktion widmet. Es ist der Traum vom Gemeinsinn in der Architektur der Stadt. Der Traum, dass das Einfügen des einzelnen Hauses in den Baukörper der Stadt zum Allgemeingut in der Arbeit des Architekten wird. Der Traum, diesen Baukörper Stadt als Bereicherung für den eigenen Entwurf und nicht als Korsett zu empfinden. Betrachten wir die Stadt als Bauwerk, so ist ihre Schönheit vor allem darauf zurückzuführen, dass es bei aller Vielfalt eine Einheit im Konsens des sich Zusammenfügens von städtischen Bautypen gibt. Im Häusermeer der Stadt sollte es ausschließlich dem öffentlichen Gebäude, so zum Beispiel dem Rathaus, der Schule oder dem Museum vorbehalten sein, sich als besonderes Gebäude hervorzuheben. Wie viel anders, ja wie viel schwieriger erscheint uns im Unterschied zum Stadtraum das Bauen von Häusern im Landschaftsraum zu sein. So wie St. Ulrich als Zielgebäude das Ende der Maximilianstraße dominiert und den Straßenraum im Süden abschließt, so stehen die sieben Kapellen auf sich gestellt als Zielgebäude im Donautal und werden damit zum Anziehungspunkt auf den Radwanderwegen des Landschaftsraumes. Am Rand des Waldes, auf dem freien Feld und an Wegekreuzen errichtet, markieren sie Orte der Ruhe und Einkehr. Anders als die Häuser in der Maximilianstraße sind sie, könnte man sie nebeneinander stellen, aus einem einheitlichen Material und damit in einer einheitlichen Farbe gehalten. Der Naturbaustoff Holz lässt sie für ihre Besucher auf ihrem Weg durch das Donautal zu einem in Reihe gestellten Ensemble werden. Dass es eine Reihe von sieben Bauwerken ist, gibt einen ersten Hinweis auf die Tatsache, dass es sich um eine religiöse Landmarke christlichen Glaubens handelt. Und damit sind auch schon die einzigen Vorgaben des Bauherrn der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung für den Entwurf der sieben Kapellen benannt. Sie müssen aus Holz gearbeitet und als Zeichen des christlichen Glaubens mit einem Kreuz ausgestattet sein. Uns Architekten waren damit neben der Wahl des Grundstücks nur zwei Angaben für den Entwurf einer Wegekapelle gegeben. Dies erscheint zunächst als eine Freiheit, die dem Architekten aber mehr Verantwortung auferlegt als der Umgang mit dem vermeintlichen Korsett des Stadtraumes. Als Landmark am Rande des Waldes, auf freiem Feld oder am Wegekreuz entstanden damit Architekturen, deren Unterschiedlichkeit nur in der Einheitlichkeit des Materials zum Ensemble wird. Jede Kapelle hat ihren eigenen Charakter und wird in ihrer Architektur zu einem eigenen Ort, einem Ort des Einhaltens und der Besinnung. Im Landschaftsraum aus der Ferne markieren die Kapellen, der Turm, die Skulpturen mit Baum, die Lichtfänger, der Block und das Haus
und das Haus, das Kreuz von Wegen, in die in der Architektur zum christlichen Kreuz werden. Und das Kreuz von Wegen, die in der Architektur zum christlichen Kreuz werden. Entschuldigung. Sie stehen kaum allein, sondern suchen meist die Nähe des hochgewachsenen Baumes, als wollten sie sich mit der Natur vereinen und werden in ihrer architektonischen Form zum Einblick und Ausblick in die sie umgebende Landschaft und Natur. In ihrem Inneren wird das Wegekreuz zum christlichen Kreuz. Aus der Holzwand geschnitten oder als Form in Holz gesägt, weist es in die Unendlichkeit des Himmels oder fängt dessen Sonnenlicht ein, konzentrierend, zuweilen blendend und den Raum in Dunkelheit tauchend, als Metallkreuz vor weißer Wand oder als Kreuz aus Mooreichenholz gesägt und in die Holzwand eingelassen, wird es zum Zentrum und Anlass des Raumes und der Besinnung seiner Besucher. Das Gesamtwerk 7 Kapellen, sehr geehrter Herr Denzel, ist einmalig. Es ist einmalig, weil ein Stifter und Ideengeber zusammengekommen sind und das Kapellenprojekt im gemeinsamen Engagement und mit großer Ausdauer vorangetrieben haben. Es ist einmalig, weil der Nachweis erbracht wird, dass es das Handwerk in einer Zeit der industriellen Produktion mit der Liebe zum Detail und einem fulminanten handwerklichen Können noch immer zu Hochleistung bringen kann. Es ist einmalig, weil Architekten in der Nüchternheit und Kargheit unserer Zeit den Nachweis erbringen, dass sie Räume der Besinnung und der Schönheit zu schaffen wissen. Es ist einmalig, weil es in den vergangenen 3 Jahren deutlich geworden ist, dass sich die Bevölkerung eines Landstriches für das Gemeinwohl zu engagieren weiß und mit Stolz auf das gemeinsame Werk blickt. Ihnen, sehr verehrte Familie Denzel, und Ihnen, sehr verehrter Dr. Fassel, möchte ich an dieser Stelle im Namen aller meiner Kollegen für das Vertrauen danken, das Sie in uns als Architekten gesetzt haben. Wir empfinden dies nicht als selbstverständlich, sondern als eine große Ehre, dass wir als Architekten für Sie im Donautal die 7 Kapellen entwerfen und mit der Firma Gump und Meyer Herrn Bühler, der hier an besonders genannt werden soll, seiner Ausdauer, dass wir mit Ihnen zusammen, mit der Firma zusammen, diese Kapellen errichten durften, haben Sie herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Professor Meckler. Wir haben gerade schwere Zeiten. Einige Menschen sind an Covid-19 erkrankt, andere haben Sorgen um ihre Existenz, wieder andere bedauern es äußerst, dass sie nicht ins Café oder Restaurant gehen können oder sich in den Arm nehmen. Fast alle von uns verzichten seit geraumer Zeit auf einen Urlaub im Ausland. Es gibt also viel Trauer, viel Lamento, auch Ärger über politische Entscheidungen. Doch ich möchte heute den Blick auf die Kehrseite der Medaille lenken. Gibt es nämlich auch, und ich finde, das wird viel zu wenig beachtet. Es gibt Menschen, die sind leidenschaftlich, die sind enthusiastisch, die brennen für eine Sache. Und das führt mich geradeweg zu Ihnen, Herr Denzel, zusammen mit Ihrer Frau Elfriede eine Stiftung ins Leben zu rufen mit dem Zweck Kunst und Kultur, Geschichte, Kirche und Religion unter Berücksichtigung der ethischen und christlichen Werte in Schwaben zu fördern, zollt höchsten Respekt und auch Bewunderung. Ohne Sie und dank Ihrer Stiftung konnten in unserem Bistum 7 Wegkapellen namhafter Architekten errichtet werden, die die Landschaft im Großraum Dillingen markant prägen
und den Radfahrer oder Wanderer, Autofahrer eher weniger, zur Einkehr und zum Gebet einladen. Der entscheidende Impulsgeber für das Sieben-Kapellen-Projekt war der ehemalige Bezirksheimatpfleger Dr. Peter Fassel, auf den nicht nur die Idee zurückgeht, sondern auch die Auswahl der Architekten und die Kommunikation mit Landräten und Architekten bezüglich der Auswahl der Bauplätze. Vielen Dank, Herr Dr. Fassel, auch Ihnen für Ihr bewundernswertes Engagement. Wie Sie mir sagten, erfuhren Sie hierbei stets wohlwollende und hilfreiche Unterstützung seitens der Kirche und der Politik. An der Entstehung der Holzkapellen waren neben den Architekten und Ingenieurbüros zahlreiche begeisterte und kreative Handwerker, Techniker und Künstler tätig. Stellvertretend für alle möchte ich hier die sieben Architekten Hans Engel, Wilhelm Huber, John Ponson, Frank Latke, Allen Jasarewitsch, Volker Stab und Christoph Mekler sowie auch die Holzbaufirma Gumpf und Meyer namentlich nennen, der auch die Projektleitung oblag. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung und des Diözesanmuseums St. Afra. In Ihnen, Herr Dr. Fassel, als stellvertretenden Vorsitzenden der Stiftung, hatte ich nicht nur einen sehr kenntnisreichen, sondern auch äußerst angenehmen Projektpartner. Unsere Absprachen haben vorzüglich funktioniert und dafür zollt Ihnen Respekt und auch mein Dank. Das darf ich auch zurückgeben. Danke sehr. Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass zur Ausstellung ein Begleitband im Hirmer Verlag erschienen ist, bei dem Sie auch als Herausgeber fungierten. Also ein ganz tolles Buch. Das Buch ist über den Buchhandel erhältlich, aber auch über das Diözesanmuseum zu bestellen. Die Ausstellung zeigt Modelle der Kapellen, deren handwerkliche Qualität zum Teil bestechend ist. Der Augenschmaus ist Ihnen, liebe Besucher, sobald das Museum wieder öffnen darf, gewiss. Und zwar unabhängig davon, ob Sie in Augenhöhe mit den Modellen stehen oder von der Galerie aus diese Modelle ansehen. Die Modelle werden ergänzt durch Fotografien, Pläne der Architekten und Materialproben, wie Sie hier sehen, die das sinnliche und geistige Begreifen der Bauwerke überhaupt erst ermöglichen. Für die Ausstellungsgestaltung und die Gestaltung der Flyer und Plakate konnte die Firma Designwerk gewonnen werden. Frau Annette Urban und Herrn Wolfgang Reichert sei vielmals für die hervorragende Konzeption und Umsetzung gedankt. In unseren Dank einschließen möchten wir den Fotografen Eckhard Matthäus sowie alle ausführenden Firmen, die zum Gelingen dieser Ausstellung beitrugen. Die Ausstellung wird ferner bereichert durch Architekturzeichnungen von Herrn Professor Peter Junghans, die in der Galerie gezeigt werden, und einem künstlerischen Film von Orla Conolli und Jens Weber zu den sieben Kapellen. Allen genannten Personen sei vielmals gedankt. In meinen Dank einschließen möchte ich wie immer mein Team. Herrn Götz und Frau Fischer für den Ausstellungsaufbau zu danken, Frau Ehm für alle anfallenden Organisationen und Verwaltungsaufgaben, Frau Dr. Bohngart für die Öffentlichkeitsarbeit, die sie zusammen mit der Pressestelle der Diözese Augsburg koordinierte. Ein herzliches Vergelt's Gott gilt auch Ihnen, Herr Bobinger, und Ihrem Team vom St. Ulrich Verlag. Einerseits für die Erstellung eines Dokumentarfilms zur Ausstellung, den Sie vorher gesehen haben, und auch die jetzigen Filmaufnahmen, die es überhaupt erst möglich machen, einen Eindruck der Ausstellung zu erhalten. Mein verbindlicher Dank gilt auch allen Teilnehmern der heutigen Gesprächsrunde, Ihnen, Herr Denzel, Ihnen, Herr Dr. Fass und Ihnen, Herr Professor Meckler, und Ihnen, liebe Frau Professor Riedl, für die Moderation des heutigen Abends. Es ist sehr schade, dass wir Sie, liebe Besucher und Interessierte, heute nicht zu uns einladen konnten. Aber wir hoffen, dass Sie mittels des Livestreams dennoch einen vergnüglichen Abend hatten, der Sie animieren wird, zu uns zu kommen, sobald wir das wieder ermöglichen können. Bitte informieren Sie sich dazu auf unserer Website bzw. auf Facebook und Instagram. Wir erzählen Ihnen da immer etwas über die Ausstellung und auch, wie es weitergeht und mit welchen Auflagen wir hier wieder öffnen können. Wir wollen Sie natürlich sehr viel lieber hier im Museum sehen und nicht nur auf Ihrem Sofa sitzend einen Film anschauen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob Sie sich getraut haben, in Facebook und Instagram Fragen an uns zu stellen. Und ich bin schon neugierig, welche Fragen da an uns gerichtet werden.
Ja, wir werden erstmal eine Aufwärmrunde machen. Herr Denzel, Sie haben jetzt ja mehrere Jahre mit diesem Projekt zugebracht, es zuerst im Herzen und im Geiste erwogen, dann viele praktische Entscheidungen treffen müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach gewesen ist, die Grundstücke zu erwerben oder auch über Erbpacht zur Verfügung zu stellen, auf denen die Kapellen realisiert werden konnten und wollten. Jetzt haben Sie einen bestimmten Zielpunkt erreicht mit diesem Projekt. Was wünschen Sie sich, was erwarten Sie sich für dieses Projekt auf Zukunft hin? Dieses Projekt soll Freude, Besinnung und Dankbarkeit in gleichem Maße sein. Freude allen Besucher, Besinnung dem Gast, dem Pilger. Und meiner Frau und mir ist es eine Genugtuung, dass wir ein Projekt dank Dr. Fassel hier verwirklichen konnten, das über unsere Zeit hinausgeht. Danke. Ja, Sie haben mir erzählt, dass Sie Gästebücher auslegen in den verschiedenen Kapellen und dass diese Gästebücher offensichtlich ja schon reichlich benutzt worden sind. Ja, mehrere Bücher sind voll. Alle circa 2-3 Monate nach Jahreszeit sind die Bücher mit Empfindungen, mit Gebeten, mit Dank und einem ganz natürlichen Hinweis auf unsere Natur, auf die Architektur gefüllt. Es ist eine Freundschaft der Pilger untereinander entstanden und ich selber durfte erleben, dass ich viele, viele neue Begegnungen habe und dass ich ja den Menschen auf dem Weg auch helfen kann. Danke. Herr Dr. Fassel, an Sie habe ich eine Frage, die müssen Sie auch nicht beantworten, wenn Sie Angst haben, dass Ihnen allzu viele nachher böse sein werden, wenn Sie eine ehrliche Antwort geben. Aber gibt es denn eine Lieblingskapelle unter diesen 7? Ja, die liebe Zeit. Die Frage, Frau Professor Riedl, die höre ich öfters und natürlich wird man hier diplomatisch antworten, aber ich möchte doch auf Unterschiede hinweisen. Die Kapellen, das wurde gesagt, sind völlig unterschiedlich und es gibt Kapellen, die ich zum Beispiel jetzt im Winter, wenn es kalt ist und das Wetter schlecht ist, gern aufsuche, weil sie einen bergenden Raum bieten. Die letzte von Herrn Professor Mäkler ist so ein Beispiel, aber auch die von Frank Latke. Und es gibt Kapellen, die sind sehr offen. Die gehen in die Landschaft hinein, sie öffnen sich der Landschaft und die besuche ich gern bei strahlendem Wetter. Wenn ich draußen sitzen will, wenn ich die Landschaft genießen will, dann ist das der richtige Zeitpunkt. Und so hat, glaube ich, jede Kapelle bestimmte Reize und Attraktivitäten, die sie ganz einzigartig machen. Und dann wäre es sehr subjektiv zu sagen, also das ist so und das ist so. Ich glaube, wenn ich die unterschiedlichen Ansatzpunkte nehme, mit denen die Besucher selbst einen Kontakt zu der Kapelle gewinnen, dann habe ich eine ungeheure Vielfalt. Und das ist eigentlich das Bemerkenswerte, was sich auch in den Besucherbüchern niederschlägt. Die Kapellen werden völlig unterschiedlich wahrgenommen. In einer ungeheuren Breite von Sichtweisen. Und das ist eigentlich das, was man sich wünscht. Also daraus würde ich mal entnehmen, dass man am besten öfter diese Kapellen aufsucht, zu unterschiedlichen Jahreszeiten, zu unterschiedlichen Witterungen. Und nachdem der Radweg, der die Kapellen miteinander verbindet, wie ich mir habe sagen lassen, über 120 Kilometer ist, ist es wohl nur für die sehr Sportlichen, vielleicht auch für diejenigen, die mit E-Bike unterwegs sind, etwas, was sie an einem Tag wohl schaffen könnten, falls der Strom für den Akku reicht. Ansonsten ist es vielleicht etwas, was man sich in mehrere Portionen aufteilen sollte und dann tatsächlich die unterschiedlichen
Kontexte, die sowohl die Landschaft als auch die Witterung bieten, hier präsentieren kann. Ja. Herr Denzel? Auf Ihre Frage, wer ist die schönste Kapelle, werde ich oft gefragt. Aus Dankbarkeit für das Wirken und das lange Leben mit meiner Frau möchte ich sagen, die Beste ist meine Frau und ich danke ihr, dass sie für die Kapellen mitgewirkt hat. Sie ist die Beste, die Schönste und die mir am nächsten Stehende. Da wird sie jetzt sicherlich strahlen über beide Ohren. Schade, dass wir sie hier mit der Kamera nicht einfangen können, aber das ist doch ein wunderschönes Wort. Ich hätte an Sie, Herr Meckler, noch eine Frage. Ich habe gelesen, dass Sie sehr, sehr viele Glassteine verbaut haben in Ihrer Kapelle. Und zwar, wenn ich das richtig gelesen habe, in zwei Farben, in Blau und in Gelb. Was hat Sie denn zu dieser Farbwahl bewogen und weswegen haben Sie das Element Glas hier so stark involviert? Mir war es wichtig, dass der Raum tatsächlich ein Raum der Besinnung wird. Und es sind verschiedene blaue Gläser, helle und sehr dunkle, in verschiedenen Tönungen, blau bis ins Grün hinein, die dort verbaut sind. Und sie alle ergeben ein, zu unterschiedlichsten Tageszeiten ein wunderschönes Licht. Wenn Sie in den Raum hineinkommen, sind Sie erst geblendet. Der Raum ist dunkel für Ihre Augen, bis die Pupillen sozusagen sich öffnen und Ihnen die Chance geben, wirklich den Raum zu erfahren. Und das gelbe Glas ist, wenn Sie so wollen, das Gold des Kreuzes in dieser Kapelle, die anders als das in christlichen Kapellen üblich ist, nach Westen ausgerichtet ist und damit vor allem am späten Nachmittag bei Sonnenuntergang eben sehr schön das gelbe Kreuz in den Raum hineinwirken lassen. Das sind eigentlich die Ideen gewesen des Glases. Wir haben da auch sehr lange drüber nachgedacht. Ich habe es Herrn Fassel schon ein paar Mal gesagt, sehr erstaunt und geradezu beglückt, das erstens mal das Engagement zu erleben, mit dem die Bevölkerung diese Kapellen aufnimmt und vor allem aber, und das war im Entwurf für mich immer eine große Frage, finde ich wunderbar, dass die Häuser, dass diese Kapellen alle in Ordnung bleiben. Es gibt da kein Randalieren, sondern eben hier, wenn ich sagen darf, im bayerischen Raum ist die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung als vielleicht in Hessen, wo ich herkomme. Hoffen wir, dass es lange so bleibt. Das ist natürlich immer das Problem bei so freistehenden Objekten, ganz klar. Ja, was die Ostung des Kirchenbaus angeht, ist das natürlich ein Thema, das einen abendfüllenden Vortrag rechtfertigen würde und ein spannendes Thema. Ich habe hier gerade eine Frage reingereicht bekommen, unter welchen Gesichtspunkten denn die Standorte ausgesucht worden sind. Also Sie haben ja schon gesagt, dass der natürliche Kontext eine große Rolle gespielt hat, dass Sie sich, Herr Dr. Fassel, natürlich auch im Land auch sehr gut auskennen, aber irgendwelche Kriterien werden Sie ja bewusst oder unbewusst doch angelegt haben? Also zunächst, ich bin zusammen mit Herrn Architekt Engel tatsächlich ein Dreivierteljahr im Landkreis herumgefahren. Wir haben angefragt bei Fachleuten, Kreisbaumeister, Heimatpfleger, bei dem Tourismusverband von Dillingen und dann sind wir auch auf eigene Faust losgefahren. Ein Gesichtspunkt sollte sein, dass die Landschaft noch naturnah ist. Also nicht in einer direkten optischen Bezug zu einer Ortschaft, im Umfeld der Ortschaft, sondern es sollte eine freie Landschaft sein. Dann sollte es nach Möglichkeit doch ein Punkt sein, der auch innerhalb der Landschaft hervorgehoben ist. Sei es durch eine kleine Anhöhe, durch einen Wald oder durch eine
Altwasserschleife, die dann diesen Raum birgt. Es war also bewusst die Suche nach hervorragenden Orten. Und wir haben festgestellt, das ist sehr schwierig, weil auch der Landkreis ist vielleicht nicht der dicht besiedelste in Bayerisch-Schwaben, also kein Vergleich mit dem Landkreis Augsburg etwa, aber naturnahe Räume, bei denen nicht unmittelbar also jetzt eine Ortschaft oder eine Scheune oder ein Gewerbegebiet zu sehen ist, gibt es tatsächlich selten. Insofern war die schon eine Herausforderung, weil die Kapelle sollte ja selbst einen Ort bilden und von diesem Ort aus eine Landmarke darstellen. Und dazu war immer noch die Vorgabe, nicht in der freien Landschaft, sondern an einem Radweg. Mhm. Es sind Radwegkapellen. Das waren eigentlich die Kriterien. Und da sind doch einige zusammengekommen. Dann musste man recherchieren, wem gehört dies, ist dies möglich, eine Bebauung? Und dann fand das Gespräch mit den Architekten statt. Ja, wunderbar. Da sieht man auch, wie viele Bemühungen, wie viel Engagement, wie viel Herzblut in ein solches Projekt einfließen, bis es dann eines Tages in dieser Erhabenheit und in dieser ganz außergewöhnlichen Art vor uns steht und zu besichtigen ist. Abschließend würde ich gerne noch eine Frage an die Hausherrin stellen, an Sie, Frau Thierbach. Was würden Sie empfehlen? Soll man Ihre Sonderausstellung besuchen, bevor man die Kapellen anschaut oder nachher? Ich nehme mal an, Sie werden sagen, man soll es in jedem Fall besuchen, egal wann. Selbstverständlich. Und was meinen Sie, welchen Gewinn man daraus ziehen könnte, wenn man jetzt nicht nur die Kapellen ansieht, sondern eben auch hier in die Ausstellung kommt? Ich glaube tatsächlich, das eine geht nicht ohne das andere. Denn die Kapellen stehen für sich, die stehen in einer Landschaft, das können wir im Museum nicht bieten. Aber in dem Raum jetzt, es ist sehr schön, dass der heute auch gefilmt wird, können wir was bieten, was die Kapellen wieder nicht bieten können. Es gibt hier nämlich Materialproben, es gibt hier eine Feder, die von VW gekauft worden ist und Baumstämme beieinander hält sozusagen, weil die natürlich einem natürlichen Schwund durch die Luftfeuchtigkeit und Ausdehnung oder Zusammenziehen unterworfen sind. Also es gibt ganz spannende Sachen zu entdecken. Sie sehen in meinem Hintergrund irgendwelche Schraubverbindungen. Also Sie sehen hier auch Werkprozesse, die Sie draußen gar nicht verstehen und lernen können. Was mich begeistert, sind die 7 Modelle. Also Sie müssen unbedingt in die Ausstellung. Die sind von so vorzüglicher Qualität mitunter, dass es schon eine Freude macht, sie wie Objekte, wie Kunstobjekte anzusehen. Also ich glaube, Sie müssen die Kapellen sehen und Sie müssen selbstverständlich auch zu uns kommen. Gut, das ist das Wort zum Sonntag. wenn heute erst Donnerstag ist. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns diesen 7 Kapellen ein bisschen nachzuspüren. Ich danke den Teilnehmern hier in dieser Diskussionsrunde, dass sie sich den Abend freigenommen haben, dass sie zum Teil auch weite Wege auf sich genommen haben, um hier bei uns zu sein und Ihnen dieses Projekt zu präsentieren. Natürlich danke ich vor allen Dingen auch den Leuten hinter der Kamera, ohne die es nicht möglich gewesen wäre. Wünsche Ihnen einen schönen Abend, einen besinnlichen Ausklang der Fastenzeit, die ja nun schon in die Zielgerade einbiegt, und dann ein gesegnetes Osterfest.